Steinbock, was geht ab? Leute, ihr müsst bitte, einige von euch müssen bitte das Krebs-Reading angucken, weil ich hatte gerade beim Vorschaffeln zu eurem Reading den Song vom Intro vom Krebs-Reading im Kopf. Geht es euch angucken? Vor allen Dingen die Leute, die in meinem Alter sind und früher Barney und seine Freunde angeguckt haben. Das ist dieser pinke Dino. Ich weiß nicht mehr, wo das lief, auf Kika oder irgendwie sowas. Also let's go. Lasst uns gucken, was eure Fokuskarten sind. Aufrichtigkeit. Ich kann Wahrhaftigkeit von anderen nicht immer erwarten, wohl aber von mir selbst. Also ganz egal, ob ihr Krebs in eurer Chart habt oder nicht, mit dieser ersten Karte raus, geht euch das Krebs-Reading angucken. Besonders diejenigen, die keine Ahnung haben, also die sich in einer Situation mit jemandem befinden, wo sie nicht wissen, ob die Person es ehrlich meint oder nicht. Und dann haben wir A Change in the Wind. Also Leute, hier kann sehr gut sein, dass sich hier irgendeine Dynamik ändert, aufgrund dessen, dass ihr etwas rausfindet über jemanden, was ihr vielleicht vorher nicht gewusst habt. Ja? Oder aber aus dem Aspekt heraus, dass ihr aufrichtig oder anfangt, aufrichtig zu euch selbst zu sein und dann vielleicht feststellt, dass irgendeine Situation eigentlich gar nicht mehr in euren Lifestyle, zu euren Glaubenssätzen etc. passt. Auf der Rückseite des Decks haben wir die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe makes it happen, okay? Die Königin der Stäbe ist jemand, die hat einen Drive, die weiß genau, was sie will und die holt sich das auch, ja? Eine Menge Sex-Appeal und dahinter haben wir das Rad des Schicksals mit den drei der Stäben auf der Rückseite des Decks. Also einige von euch müssen vielleicht aufpassen, darauf bezogen, was künftige Projekte angeht. Wenn ihr in Kollaboration mit jemandem seid und vielleicht ein merkwürdiges Bauchgefühl habt, in irgendeiner Weise, überlegt nochmal genau, ja, weil das kann auch dieses mit der Aufrichtigkeit zu tun haben. Und A Change in the Wind, im Grunde ist das Rad des Schicksals ähnlich, weil das Rad dreht sich, ja, und nichts bleibt so, wie es vorher war. Also lasst uns gucken. Erste Karte raus, vier der Stäbe. Dann haben wir hier, Leute, der König der Münzen kommt richtig krass raus. Er ist jetzt hier auch rausgekommen. Wartet. Zehn der Schwerter mit sechs der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Also wir haben vier der Stäbe, König der Münzen und dann die zehn der Schwerter. Was habe ich hier vorgedreht, Leute? Moment, ich muss in die Notizen gucken, weil da kamen nämlich auch diese drei Karten und ich habe meine Karten echt gut vorgeschaffelt. Skorpion oder Fische für einige von euch, wenn ihr das in eurer Chart habt oder mit denjenigen oder mit jemandem zu tun habt, der es in der Chart hat. Oder vielleicht in der Saison habt ihr jemanden kennengelernt oder es ist irgendwas passiert. Jedenfalls, ja, mit vier der Stäbe, König der Münzen und zehn der Schwerter kann es sein, dass hier eine Bindung mit jemandem, der vielleicht Stierplacements hat oder mit jemandem, der gut betucht ist oder jemand, der die feineren Dinge im Leben mag oder jemand, der selbstständig ist oder ein Boss, eine Führungsposition hat. Es könnte sein, dass hier vielleicht etwas aufhört mit so einer Person. Für andere von euch könnte das einen Jobwechsel bedeuten. Einige von euch könnten tatsächlich ihre Verabschiedung zelebrieren. Irgendwo, weil ihr einen Neuanfang woanders macht. Also eine Abschiedsfeier oder sowas. Lasst uns mal gucken. Vier der Stäbe. Gerechtigkeit und Bube der Schwerter. Mit der Königin der Münzen auf der Rückseite des Decks. Jemand hier findet etwas raus über eine Bindung, über eine Ehe, über eine Beziehung, über etwas, was zelebriert wird, weil Vier der Stäbe ist auch eine Karte von Zelebrieren. Kann auch sein, für diejenigen, die hier verabschiedet werden von einem Job, dass ihr im Nachhinein etwas herausfindet und vielleicht froh seid, ich weiß es noch nicht so ganz genau, ich gucke mal, was jetzt beim König der Münzen rauskommt. Es könnte sein, dass ihr froh seid, dass ihr etwas
dass ihr diese Stelle hinter euch gelassen habt. Für einige von euch könnte es auch sein, so wie es jetzt hier liegt, dass ihr euch trennt von jemandem, der vielleicht wohl betucht ist. Und wenn es um Unterhaltszahlungen geht oder irgendwie sowas, dass das entweder nicht so läuft, wie ihr euch gedacht habt, ja, für diejenigen, die vielleicht auf Geld hoffen oder vielleicht auch eine ungerechtfertigte Summe von Geld, dass das so nicht passiert oder dass ihr Informationen darüber bekommt oder so. Weil wir haben hier König und Königin, ne? Das ist Matching Energy. Das könnte also auch ein Paar sein, aber weil die Königin nicht direkt rausgekommen ist, kann es auch ein getrenntes Paar sein. Lasst uns mal gucken. König der Münzen erklärt mit Ass der Schwerter. Das ist interessant. Und dem Rad des Schicksals. Mit Acht der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Ass der Schwerter und das Rad des Schicksals erklären den König der Münzen. Und jemand hier bekommt Klarheit darüber, wie er voranschreiten möchte. Und zwar einige von euch hatten Neun der Schwerter Energie bezogen darauf, was ihre zukünftigen Pläne betrifft oder was sie tun möchten oder in welche Richtung sie gehen möchten. Und jemand hier hat darüber Klarheit bekommen. Basierend auf Informationen, die sie hier mit dem Bube der Schwerter bekommen. Und ist deswegen in der Lage, das Rad zu drehen. Und deswegen hört hier ein Zyklus auf und ein neuer endet. 10 in der Numerologie immer ein Ende und ein Neuanfang. Das könnte eine Sache sein mit Acht der Schwerter, wo ihr vielleicht vorher nicht genau gesehen konntet, was Sache ist. Oder wo ihr euch vielleicht nicht über den Tellerrand hinausgeguckt habt. 10 der Schwerter erklärt mit 6 der Stäbe und dem Hierophant. 8 der Kelche auf der Rückseite des Decks. Zwei der Kelche. Wieder die 6 der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Einige von euch hier, wie gesagt, lassen eine Bindung hinter sich. Andere wiederum lassen etwas hinter sich, um etwas Neues zu starten. Also für einige, wo das hier Thema Liebe resoniert, ja, da kann es sehr gut sein, dass einige von euch Liebe hinter, also eine Bindung, eine Ehe vielleicht sogar, hin, also die Indizien sprechen dafür, dass sie hier eine Scheidung, eine Ehe hinter sich lassen, eine Beziehung hinter sich lassen, etwas, was auch langlebig war, um eine neue Beziehung zu starten. Etwas, was vielleicht das Neue könnte euch Status bringen, Ansehen im Außen. Es könnte auch ein Ego-Boost sein. Vielleicht sieht der neue Partner krass aus oder hat einen gewissen Status oder boostet euer Ego, tut eurem Ego gut. Ja, das ist ja nicht zwingend was Schlechtes. Also, wenn ich in eine Bindung gehen würde mit jemandem, also ich booste mich selber jeden Tag vorm Spiegel, aber wenn ich dann einen Partner habe, ja, wenn ich aus dem Bad komme und mich fühle wie 1 Million Euro und der guckt mich an und sagt, oh, das sieht aber heute scheiße aus, so einen Typen brauche ich nicht. Ja, ich möchte aus dem Bad morgens rauskommen, mich fühlen wie 1 Million Euro und mein Typ sagt, damn, okay, Mrs. 1 Million Bucks, I see you. Okay, ich möchte, dass ich aus dem Badezimmer rauskomme und mein Mann mich anguckt und der mich eigentlich direkt wieder ausziehen möchte. Okay, das ist das Ziel. Okay, ein Mann, der anfängt zu sabbern, wenn er mich sieht. Und zwar nicht nur wegen meinem Äußeren, sondern auch was hier in meinem Kopf ist und wegen meinem All-in-All-Paket. Alles, was ich mitbringe, okay, der soll sabbern. Der soll sagen, ja, danke, lieber Gott. Ich möchte den Gomez zu meiner Morticia, okay? Shoutout an die Adams Family. Aber wenn mein Mann mich nicht begehrt, wie Gomez Morticia Adams begehrt, dann I don't want it, okay? So, Leute, mit 10 der, nee, nicht mit 10 der Schwerter, sondern mit der Königin der Stäbe auf der Rückseite des Decks beende ich das Reading, weil es ist quasi für mich so ein Zeichen, wie wir sind Full Circle gekommen, weil sie wieder auf der Rückseite des Decks ist. Aber ja, einige von euch verlassen eine Situation, um in eine neue Situation zu gehen. Das sieht hier eigentlich auch gut aus. Andere von euch
verlassen eine Arbeitssituation, um eine neue Situation zu starten. Das könnte etwas im öffentlichen, also Public Eye sein, wo Augen auf euch gerichtet sind. Vielleicht mit einem Mentor zusammen oder jemandem, der in der Richtung schon Erfahrungen hat oder irgendwie sowas. Ein Projekt, was jemand gemeinsam startet, was irgendwie zu, ich weiß nicht, Recognition zu irgendwie. Tja, sorry Leute, da hat wohl mein Speicher versagt. Jedenfalls nochmal, was in irgendeiner Form zu mehr Aufmerksamkeit führt. Ja? Also Reichweite, Expansion war das Motto. Und nochmal, was ich sagen möchte mit der Karte Aufrichtigkeit, ist es wirklich wichtig, dass ihr hier nochmal selber reflektiert, euch euer eigenes Verhalten und was ihr euch so erzählt selber, eure Gedanken, mit wem ihr zu tun habt, was ihr möchtet etc., weil das essentiell ist für was auch immer eure Situation ist, okay? Also Leute, ich lasse euer Reading hier. Wie immer, wer gerne ein privates Reading hätte, der passt bitte auf, Bitch. Ich meine, der geht bitte in die Infobox und schaut dann nach meiner Webseite. Da ist auch der Link zu meiner Kanalmitgliedschaft, wenn ihr dem Conscious Club beitreten möchtet. Oder meine Instagram-Accounts, wenn ihr mir dort folgen möchtet. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich es am Anfang von den Videos gesagt habe. Aber ich mache eh noch mal einen Community-Post. Ich habe es nämlich in manchen Videos vergessen. Leute, ich weiß nicht, je nachdem, wie weit ihr geguckt habt, habt ihr hier eine Infokarte eingeblendet gesehen. Ja? Und diese Infokarte geht nochmal zurück, geht sie nochmal suchen. Wenn ihr draufklickt, habt ihr eine kleine Überraschung von mir für euch. Könnte für einige von euch vielleicht nice sein, ihr könntet euch freuen. Und ja, ansonsten liked, abonniert, teilt, kommentiert und wir sehen uns, wenn wir uns sehen.